Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Markus, am Samstag geht's im Viertelfinale des Kronbacher-Pokals zum SV Waldhof Mannheim. Eine Partie, die im Vorfeld für viel Schlagzeilen schon gesorgt hat, auf die sich viele freuen. Wie sieht's bei euch aus? Mit welchen Erwartungen fahrt ihr nach Mannheim am Samstag? Ja, erstmal freuen wir uns auf das Spiel. Viele Zuschauer. Ich glaube, 10.000, 11.000 Karten sind schon verkauft. Wir rechnen vielleicht mit 14.000, 15.000 Zuschauern. Und das ist natürlich gut. Auch für unseren Rhythmus ist das gut. Nach dem ausgefallenen Spiel in Erfurt, jetzt ein ernsthaftes Spiel zu haben, dass man sich vorbereiten kann, auch auf Stuttgarter Kickers. Und deswegen wird es ein richtig guter Test, ein richtig gutes Spiel. Wir wissen auch natürlich um die Bedeutung für unsere Fans. Und deswegen nehmen wir das natürlich auch sehr ernst. Wie sieht's personell aus? Hakan ist unterwegs mit der Nationalmannschaft, Dennis Kagara auch. Der ein oder andere hatte mit der ein oder anderen Verletzung, mit dem ein oder anderen Wehwehchen zu kämpfen. Wie sieht's im Moment personell aus? Ja, wir haben leicht angeschlagen. Daniel Gordon und Philipp Klingmann haben im Training ausgesetzt. Und da müssen wir einfach mal schauen, inwieweit das geht. Wir wollen aber auch kein Risiko eingehen. Wahrscheinlich würden wir sie fit kriegen. Das müssen wir dann noch entscheiden, ob das Sinn macht, auch im Hinblick dann auf die Meisterschaft, ob man da nicht andere Lösungen findet. Silvano van Hagen wird definitiv ausfallen. Auch da könnte man alle Register ziehen, aber auch da besteht dann die Gefahr einer Folgeverletzung. Deswegen werden wir da auf jeden Fall kein Risiko eingehen. Wir haben einen starken Kader, das haben wir immer gezeigt, dass wir Ausfälle auch kompensieren können und das werden wir wieder schaffen. Du hast die Sechserposition angesprochen. In der Vorwoche darauf musst du Dominik Peitz ersetzen, da ist der gelb gesperrt. Ist der Samstag vielleicht auch schon mal eine Generalprobe für eine Woche darauf, für den Ligabetrieb? Ja, natürlich wissen wir, dass Dominik ausfällt und dementsprechend kann man auch da andere Dinge ausprobieren. Silvano fällt jetzt auch aus, von daher gehe ich davon aus, dass Kai Schwertfeger im Mittelfeld spielen wird, wahrscheinlich mit Steffen Haas zusammen. Ansonsten haben wir da noch im Moment wenig Möglichkeiten. Dominik Peitz ist dann eine Alternative, aber wahrscheinlich von der Bank, weil er dann das Spiel danach auch ausfällt. Wahrscheinlich wird es in diese Richtung gehen. Du kennst die Atmosphäre, du hast selbst als Regionalliga-Trainer noch schon einige Male gegen den Waldhof gespielt, auch beim Waldhof gespielt. Auf was bereitest du deine Jungs vor? Ja, das wird heiß. Für Waldhof ist es ein ganz besonderes Spiel. Der DFB-Pokal gibt natürlich Möglichkeiten, auch Geld zu verdienen und das brauchen wir, das braucht der Waldhof aber auch und dementsprechend wissen wir, dass das ein ganz, ganz heißes Ding wird und wir müssen diesen Kampf annehmen, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Waldhöfer kämpfen werden und rennen werden, auch von ihrem Publikum angefeuert. Das ist natürlich ein Derby, was eine besondere Bedeutung hat und ich denke, das wird sich auch im Spiel widerspiegeln. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV, powered by Baden TV.